Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir befinden uns besser gesagt, überwucherten Außenposten. Und wir haben jetzt nicht das Spiel gewechselt. Nein, das ist Warlords of Draenor. Und ja, es handelt sich um eine neue Fünferinstanz. Und wie ich persönlich finde, die wohl absolut, sage ich mal, schönste Instanz, die ich wirklich seit langem gesehen habe. Diesmal wieder ganz was anderes. Draußen zu kämpfen ist ein riesiger Dschungel, ist sehr bunt und vor allem auch sehr hell und macht einfach die Laune, sich durchzukämpfen. Die ganze Instanz wird wie gehabt in doppelter Geschwindigkeit abgespielt, einfach um euch die gesamte Instanz zeigen zu können und damit der Trash auch nicht so lange dauert. Spielen wir das Ganze immer ein bisschen schneller ab. Und wie gehabt, könnt ihr, falls euch nur die Bosse interessieren, direkt in der Videobeschreibung die einzelnen Bosse anklicken und dann springt ihr im Video an die Stelle, wo ihr die Bosse finden könnt und seht dann praktisch den Bosskampf, was euch hier erwartet und wie das Ganze so mal aussieht. Während wir uns jetzt durch die Bosse kämpfen, beziehungsweise nicht durch die Bosse, sondern durch das ganze Grünzeug, bis wir zu die Bosse kommen, mal ein paar Worte zum Aufbau der Instanz. Es ist nicht sehr linear aufgebaut, das bedeutet, dass ihr könnt immer ein bisschen links oder rechts weggehen und je nachdem, welchen Weg ihr einschlagt, sage ich mal, habt ihr eine andere Bossreihenfolge. Also wenn es genau so läuft im Video, also wenn ihr genau so spielt und so wie wir laufen, dann habt ihr die Reihenfolge, die wir haben. Wenn ihr natürlich jetzt vorne bei der Kreuzung links geht, dann habt ihr eine andere Bossreihenfolge, aber im Endeffekt werden sowieso alle Bosse gemacht. Von daher ist es egal, wie rum ihr läuft oder beziehungsweise für welchen Trash selbst. Es ist sehr, sehr viel Trash in der Instanz, also es wird im heroischen Modus sehr interessant werden, wie sich das Ganze verhält und natürlich dann auch in weiterer Folge für den Challenge-Mode, also wie viele Gegner man jetzt wirklich für den Challenge-Mode töten muss und so weiter, wird natürlich eine sehr spannende Sache. So, wir sind jetzt aber mal beim ersten Boss angekommen, bei den uralten Beschützern. Und wie ihr seht, besteht dieser Boss eigentlich aus drei Gegnern, welche natürlich unterschiedliche Fähigkeiten haben, aber aktuell einen Shared HP Pool. Das bedeutet also, wenn ihr einen runterhaut, verlieren auch die anderen HP. Also ideal für die Multidot-Klassen. Ruft euch in Erinnerung, das Ganze ist aktuell auf dem GTR. Es könnte sich zum Live-Server noch ein bisschen ändern, aber das Ganze erfahrt ihr direkt in dem ersten Link darunter, denn da linkt mir direkt zu unseren Instanzen-Guide und die sind natürlich dann up to date. Da habt ihr die Information sofort, falls sich hier irgendetwas geändert hat. Ihr seht, solltet ihr euch ein bisschen verteilt stellen, das werdet ihr auch gleich sehen, warum. Das ist wegen diesen Pflanzen am Boden, damit die nicht mehrere von der Gruppe treffen. Daher ist es besser, sich etwas verteilt aufzustellen. Und ansonsten gilt, wie natürlich bei jedem Boss, aus den ganzen schönen Lichteffekten mal vorsichtshalber rauslaufen. Das macht nämlich sehr, sehr viel Damage. Und dann war es das jetzt auch schon mit dem ersten Boss. Während wir jetzt noch ein bisschen Trash machen, also es dauert eine kurze Zeit, bis wir zum zweiten Boss kommen, eine kleine Anmerkung zum Loot, denn das Loot-System wird mit Warlords of Draenor etwas geändert. Und zwar, wie ihr sehen konntet, hat der Boss selbst ein Loot, also ein Item, wie es gewohnt ist. Ihr könnt den Boss looten und das Item verteilen. Es wird aber auch individuell für jeden Spieler ein eigenes Item gerollt. Also das ist so, wie ihr es vielleicht aktuell aus dem LFR kennt. Es wird intern für euch nochmal gerollt und damit entschieden, ob ihr vielleicht ein zusätzliches Item kommt, ohne dass ihr dafür einen Bonus Roll einsetzen müsst. Wenn ihr aber genau wissen wollt, wie es aktuell am BTR ist, also, dann stellt mir eine kurze Frage in den Kommentaren. Ich werde das dann versuchen, so logisch, sage ich mal, wie möglich zu beantworten. Denn es ist zurzeit ein bisschen verwirrend, was sich da Blizzard ausgedacht hat mit dem Loot-System. Es ist auch für Raids wirklich nicht gerade übersichtlich, sage ich jetzt mal, was da auf uns zukommt. So, weil wir sind jetzt beim zweiten Boss, bei der Erzmagierin. Und hier heißt es schon mal wesentlich mehr aufpassen, denn neben den Feuerkreisen und den gesamten AOE-Effekten macht sie natürlich sehr, sehr viel Schaden und natürlich auch auf den Tank vor allem. Und wie ihr hier seht, diese Feuerkreise, es ist ein bisschen so ein Knackpunkt und zwar breiten sich diese so wellenförmig aus, aber hier ist, könnt ihr einfach drüber springen. Ja, mal schauen, ob das dann später auf dem Server auch so bleibt, aber aktuell ist es einfach so, wenn die Welle auf euch zukommt, macht ihr euch einfach bereit, hüpft über die Welle oder macht euch einfach einen Cooldown an, wie Eisblock oder so, dann geht die durch euch durch und ihr bekommt keinen Schaden. Denn ansonsten pulsiert dieser Schaden, also ihr dürft auf keinen Fall rein laufen und da irgendwie stehen bleiben oder vielleicht sogar zwei Wellen kreuzen, das dürft ihr auf keinen Fall machen.
So, das wäre dann auch geschafft. Jetzt geht unser munterer Ritt, sage ich mal, weiter. Wie ihr sehen könnt, die Instanz ist mit sehr viel Liebe gemacht. Die sieht doch wirklich hammermäßig aus. Ihr könnt natürlich aufmounten, was in dieser Instanz wirklich ein sehr, sehr großer Vorteil ist. Denn wenn ihr alles zu Fuß beschreiten wollt, dann werdet ihr noch wesentlich länger brauchen, als wir jetzt schon gebraucht haben. So als Anmerkung, wir benötigten circa 40 Minuten für diesen Instanzrun, was schon für eine relativ hohe Zeit ist, einfach weil die Instanz so riesig ist und weil einfach die Laufwege und vor allem auch der Trash sehr, sehr groß ist. Also ihr könnt ein bisschen was skippen und so weiter, aber das wollten wir hier jetzt nicht machen, sondern wir haben mal geschaut, was macht wie viel Schaden, auch später im Gedanken für den Challenge-Mode, was kann man zusammenziehen, ist es vielleicht möglich, mehrere Packs direkt bis zum Boss zu ziehen und so weiter. Und das wollten wir natürlich mal vorab alles testen, damit man dann einen kleinen Vorteil haben, wenn das Ganze live geht und wenn es auch an das Thema Challenge-Mode kommt. Denn hier jetzt speziell am BTR-Server sind wir auch skaliert vom Gear her. Das bedeutet, wir haben jetzt hier ungefähr die Itemskalierung, die man dann auch später mit dem Challenge-Mode haben wird. Nur halt mit dem Unterschied natürlich, dass die Bosse und so weiter alles noch viel weniger Damage macht, als es dann im Challenge-Mode üblich ist. So, wie ihr sehen könnt, ist in der Mitte, sage ich mal, oder aktuell hinter dem Video befinden wir uns schon beim nächsten Boss, bei der Bleichborg. Das ist dieser riesige Baum in der Mitte. Der wird natürlich aktiv, sobald ihr den letzten Mob um ihn getötet habt. Und dann startet auch schon mal direkter Kampf. So vom Gefühl her war das sicher einer der einfachsten Bosse, denn wie ihr sehen könnt, diese Wirbel und diese Wurzeln, die am Boden sind, da weicht ihr einfach aus. Aber das Ganze, da steckt eine Mechanik dahinter. Es ist nur etwas undertuned, also man musste darauf nicht unbedingt achten, denn konnte ja genug Schaden auf den Boss machen. Aber während des Kampfes seht ihr immer wieder das sogenannte Kugeln spawnen. Es schaut aus ein bisschen wie ein Frostorb, nur heller. Davon gibt es meistens 3 Stück und die wandern dann Richtung Boss. Und wenn sie von einer dieser Wurzel getroffen werden oder einen Weg kreuzen von diesen Wurzeln, dann verwandelt sich das Ganze in eine Blume. Also wir haben jetzt speziell mal darauf geschaut, die so gut es geht immer zu killen, diese blauen Kugeln, aber ihr könnt sie natürlich auch durchlassen. Wenn sie durchkommen, heilen sie den Boss, aber wenn sie nicht vorher von der Wurzel abgefangen werden. Das bedeutet, wenn ihr euch entscheidet, die nicht zu machen, eine Welle, also die dreimal durchzulassen, dann muss der Tank den Boss so positionieren, dass er hinter diesen wirbelnden Wurzeln steht, damit die Wurzeln eben die Kugel abfangen und nicht, dass dann der Boss geheilt wird. So, das wäre dann aufgeschafft und jetzt heißt es wieder auf das Mount und ab zum Endboss und natürlich, wenn es geht, so wenig Trash wie nur möglich zu machen. Wir haben jetzt noch ganz kurz ein bisschen Zeit, während wir hier zum Endboss laufen. Daher eine kleine Anmerkung und zwar, wie ihr sehen könnt, ist das Gesamte in einer Playlist eingebunden und wir haben natürlich alle Instanzen, welche neu mit Warlords of Draenor kommen, bereits mal in einem Preview angeschaut. Also ihr könnt hier euch durch die Playlist klicken und seht da mal, was euch hier so erwartet. Generell das Feedback aus den gesamten Instanzen, wir haben sie ein paar Mal durchgespielt, beziehungsweise ich habe sie ein paar Mal durchgespielt, gefällt mir sehr gut, ist jetzt nicht mehr ganz so leicht, wie es mit Mist of Pandaria war mit dem Start, denn da waren die Instanzen einfach viel zu leicht, auch schon die normalen. Ist aber auch nicht so schwer, wie es schwierig, wie es damals mit Kataklysmen war, denn da war es wirklich ein bisschen übertrieben und nicht sehr spielerfreundlich, sage ich mal. Ich will jetzt absichtlich nicht das Wort Casual verwenden, denn nur wenn man ein bisschen weniger Zeit hat, heißt das ja nicht automatisch, dass man nicht spielen kann, sondern es war einfach etwas härter, also man musste sehr, sehr viel üben und musste auch sehr, sehr viel wissen. Also damals zu Kata war das schon eher mehr Raiden als Instanzen spielen, aber hier hat man einen sehr guten Zwischenweg gefunden und das macht einfach mal wieder Fun, in den Instanzen rumzulaufen und diese auch zu spielen. So, jetzt haben wir genug gesagt, getan. Wir sind jetzt beim Endboss und dieser ist doch ein bisschen schwieriger als erwartet. So, da müsst ihr schon auf einiges aufpassen. Idealerweise steht ihr immer hinter dem Boss, denn davor gibt es immer sehr, sehr viel Schaden. Dann gibt es während des gesamten Kampfes spawnen immer wieder zu so Blumen-Adds. Da müsst ihr natürlich ganz genau darauf achten und diese mit dem Cooldown wegbomben. Ihr dürft aber nicht zu früh bomben, denn jede Blume hat einen eigenen Aggro-Table. Das bedeutet, dass ihr könntet Aggro ziehen. Da müsst ihr ein bisschen warten, bis der Tank die eingesammelt hat. Und eben, wie ihr es gesehen habt, diesen Stampfer, der so kegelförmig nach vorne geht, da ist es einfach besser, wenn ihr euch hinter dem Boss positioniert und von dort aus Schaden macht.
So, und damit sind wir auch schon am Ende dieses Preview-Videos von der Instanz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben und wenn es Fragen gibt, wie immer, einfach in den Kommentaren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.